Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ihr seht schon, um wen es heute geht, oder nicht? Doch, jetzt. Ich habe hier in meinem Park in Kanada... ja, nervige Kamera habe ich auch, aber ich habe hier einen Spinoraptor. Und nicht nur einen, nein, zwei. Allerdings, Gehege 1, Gehege 2. Man kann diese Biester nicht zusammenhalten. Beziehungsweise ich habe es eigentlich noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Also die brauchen auch einen großen Platz, wenn man die zusammenhängt. Und Indoraptoren sind immer aggressiv, wenn man sie ausbrütet. Ich habe noch keinen gefunden, der nicht aggressiv ist. Das ist wahrscheinlich diese Gattung oder diese Züchtung, sagen wir mal. Ach, das ist doch blöd, ja, hier mit dem Wald. Ja. Genau. Deshalb habe ich die einzeln und leider auch nur zwei Stück. Deshalb kann ich euch leider auch nicht so viele Farbvarianten zeigen. Die haben auch nur ein relativ kleines Gehege. Ich meine, für einen reicht es locker und der hat so ein bisschen größeres und schaut ein bisschen anders aus, das Gehege. Sein Territorium. Genau. Okay. Dann schauen wir mal, was man da so finden kann. In der Datenbank zum Indoraptor. Da. Sehr biestige Geräusche. Okay, hier haben wir mal was Neues. Der Indoraptor stammt aus der Ära Holozän. Was genau ist Holozän? Denn das ist ja eine... Sind wir jetzt im Holozän? Weil er ist eine neue Erschaffung. Die gab es früher nicht. Das ist kein echter Dinosaurier. Und er kam natürlich auch, wie ihr wisst, nur im Jurassic World The Fallen Kingdom vor. Okay, Familienkreuzung, Gattungkreuzung. Größe 3,1 Meter. 3 Meter ist er hoch. 1,1 Tonnen und 7,3 Meter lang. Aha. Fleischfresser, Lebendbeute bevorzugt er. Beschreibung. Der Indoraptor ist ein Hybridsaurier, der aus der DNA diverser anderer Gattungen wie Velociraptor, Deinosuchus und dem grausamen Indominus Rex erschaffen wurde. Aufgrund seiner hohen Intelligenz und seines aggressiven Wesens gilt er als einer der gefährlichsten Saurier überhaupt. Er ist unglaublich schnell, stark und wendig, verfügt über ein ausgezeichnetes Sehvermögen sowie die Fähigkeit, sich zu tarnen, bevor er sich auf seine Beute stürzt. Schauen wir mal, ob sie das im Spiel eingebaut haben. Entdeckung. Nach dem wissenschaftlichen Durchbruch mit Indominus Rex erschuf Dr. Henry Wu 2015 in einem Labor in Lockwood Manor, Kalifornien, den Indoraptor, was so viel bedeutet wie unbezwingbarer Dieb. Wu entwickelte den Indoraptor auf Grundlage des Indominus Rex Genoms, das er in vielerlei Hinsicht zu verbessern suchte, um einen noch beeindruckenderen Dinosaurier zu kreieren. Das Verhalten des erst vor wenigen Jahren kreierten Indoraptors wirft noch viele Fragen auf. Zwar besitzt er eine hohe Intelligenz, doch durch die Aufzucht im Labor mangelt es ihm an Sozialisation. Angesichts seines feindseligen Verhaltens und seiner Stärke sollten sich andere Dinosaurier besser von ihm fernhalten. Also ist das vermutlich so, dass der immer aggressiv ist und jeden anderen, egal ob Artgenosse oder nicht, in seinem Gehege angreift. Okay, so verstehe ich das zumindest. Ja, die Folge wird wohl kürzer. Ach, das ist doch blöd. Man kann ihn gar nicht so richtig anschauen. Er futtert gerade irgendwas. Es sind einfach zu viele Bäume hier, oder? Warte mal. Braucht er eigentlich Wald? Ah, wisst ihr was? Dann nehmen wir einfach mal ein paar Bäume hier raus. Quatsch, ich bin bei Wasser. Der braucht nicht unbedingt Bäume. So. Okay. So schaut er aus, der Gute. Es ist nicht die schwarze Version wie im Film. Die habe ich bisher nicht gefunden. Beziehungsweise sind ja nur ein paar übrig. Ich habe ein paar gezüchtet. Oder? Wie war das? Ja, das ist, glaube ich, der Raptor. Ja, steht eh dabei. Raptor 4. Indoraptor 4. Und einen schwarzen. Die Ranger sind so gut.
Und den schwarzen habe ich bisher noch nicht so, also nicht herausgefunden, welche Farbvariante das ist. Aber der ist auch hübsch irgendwie. Naja, nicht irgendwie, der ist schon hübsch. Da stoppt das die Ziege. Und die sind eigentlich immer am Jagen und am Fressen. Ja, gut. Also der ist auf jeden Fall rötlich. Rotbraun, beige Unterseite und einen blauen Streifen hat er. Schauen wir mal. Ich glaube, der jagt jetzt. Beobachten werden dabei. Ja, genau, Bäume. Ah, Mann, ey. So, schnappt ihr die Ziege? Die sind eigentlich ständig am Fressen. Och, komm schon. Sonst kann er nicht mehr. Ausdauer, ja. Sieht man. Kann man mal wegmachen. Keine Ausdauer. Ich würde sagen, ein bisschen mehr Sport machen. Laber nicht. Komm du in mein Gehege und dann zeig mir, dass du auch rennen kannst. Ja, okay, er ist mehr braun. Weniger rot. Aber hier auch sogar lila ist dabei. Hellblau und lila. Genau, wie geht's dir denn jetzt? Immer noch keine Ausdauer. Auf Futtersuche streift umher. Und schaut sich Blümchen an. Also so gefährlich kannst du dann gar nicht sein. Wie gesagt, schau hier rein und ich zeig dir, wie schnell und gefährlich ich bin, du Vogel. Komischer Rennen. So. Und sehen wir jetzt was? Ja, ein bisschen stachsig die Animation. Und jetzt kann er wieder nicht mehr. Oh je. Gut, dann würde ich mal sagen, suchen wir mal den anderen. Wo ist er denn? Ah, da liegt er. Ah, der ist, oh, der ist aber wirklich rot. Rot, etwas schwarz. Boah, hat der krasse Augen. Gelb-rote Augen. Ah ja, ah, gut, aber kuscheln will er auch. Und der hat einen grünen Streifen. Ist auch sehr hellgelb, sandfarben unten. Wie geht's dir denn eigentlich? Dir geht's auch gut. Okay. Ja, den kann man jetzt ein bisschen besser anschauen, weil hier sind nicht so viele Bäume. Aber schaut auch verdammt geil aus in Rot, oder? Rot, bisschen schwarz, grün. Ich glaube, das ist vielleicht ein Lieber, wenn der viel kuscheln möchte. Und hier gibt es halt standardmäßig bedrohliche Musik. So, schauen wir mal, ob wir den jetzt mal beim Jagen verfolgen können. Wie das ausschaut. Ach ja. Aber ihr habt alle keine Ausdauer hier. Oder findest du gerade keine Ziege? Da hinten ist die Ziege. Ah ne, da hat er eine liegen. Ja, wie gesagt, leider nur zwei. Oh, das ist so nervig hier. Gehen wir gleich wieder in den Wald rein. Dann wird die Kamera eh wieder nach oben fahren. Ja, es liegen halt überall tote Ziegen rum. Aber ständig am Futtern hier. Oh, das ist so nervig hier. Ja, es ist kameratechnisch echt eine Katastrophe. Ich komme nicht runter zu ihm. Ich komme nicht runter. Gut, der futtert auch. Schauen wir mal. Den anderen. Ah, der liegt jetzt auch. Und schläft. Na, schon ein ganz schönes Biest. Gerade die Zähne schauen wirklich heftig aus. Richtig heftig. Ah, den lassen wir mal schlafen. Ich glaube, hier in der Richtung war auch die Ziege. Genau. Jetzt hoffentlich geht ihm die Ausdauer nicht aus. So, schnapp sie dir. Ich möchte es jetzt sehen, wie der das Tier reißt. Ah ja, toll, danke Kamera, danke. Ja. Der hat doch gelebt.
Ja, ihr seht es selbst, also mit den Bäumen und diejenigen, die das Spiel selbst spielen, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Das hätte ich vielleicht im Aufnahmemodus machen sollen, aber ich finde, die ruckelt so. Und hier kann man wirklich schön geschmeidig herumschwenken. Naja, es ist schwierig. Und er liegt noch hier. Die Augen allerdings. Nee, ja, das ist das Herz zu. Schauen wir mal. Ich glaube, der hat jetzt Durst, oder? Dann sehen wir das wenigstens noch. Ja, lass das schmecken. Also ich mag den Indoraptor. Ich finde den optisch schon cool. Hier im Spiel ist, also im Film mag ich ihn auch ziemlich. Der hat echt beeindruckende Szenen, obwohl manche das schon als übertrieben finden. Gerade solche Dracula-Referenzen, als er Maisie jagt und sie in ihrem Zimmer ist und dann sieht die Kralle und den Umriss von ihm als Schatten, das ist schon wirklich sehr an Dracula angelehnt, an Szenen von damals aus den Filmen. Gut, ist jetzt auch aufgewacht, aber ich finde den schon cool. Und vor allem, ich mag ihn lieber wie den Indominus. Aber ein Biest ist es trotzdem. Na, kommst du der Ziege hinterher? Oh, ist die Ziege gerade gestolpert? Na komm schon, schnapp sie dir. Ah, jetzt haben wir wieder die Bäume im Weg. Ja, jetzt ist ihm die Ausdauer ausgegangen. Die Ziege rennt ihm weg. Ach, es ist schon ein bisschen. Ja, ich sag dazu jetzt nichts. Na gut, Leute. Ja, dann diesmal einfach eine kürzere Folge, eben weil wir nur zwei Tiere haben. Und ja, ihr seht selbst hier im Wald, das funktioniert nicht so wirklich gut. Und ja, Abwechslung in den Farben kann ich euch auch nicht bieten. Da hätte ich wirklich einige Gehege machen müssen. Ich glaube, da wäre die ganze Karte voll. Nur mit Indoraptoren und das wäre auch nichts. Und naja, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten wieder. Ich weiß noch nicht, welches Tier das sein wird, aber das werdet ihr dann selber sehen. Okay, dann Leute, ciao. Und Servus.